Was wollen Männer von den Frauen? Und machen wir uns nicht vor, Männer sind weniger anspruchsvoll mit den Wünschen an die Partnerin als umgekehrt. Aber komplex wird es auch hier. Nachdem wir vergangene Woche die Ansprüche der Frau ergründet haben, drängt sich heute die Frage auf, ja und was wollen die Männer konkret? Ich habe am Schluss des letzten Videos die Herren hier gefragt, welches sind die wertvollsten Eigenschaften einer Frau und habe ein paar interessante Antworten erhalten. Zuallererst, es gibt ja dieses BOMO. Der Mann hofft, dass die Frau so bleibt, wie er sie kennengelernt hat. Die Frau wünscht sich, dass er so wird, wie sie sich ihn vorstellt. Ja, ich finde, es umschreibt die Geschlechterunterschiede bezüglich der Ansprüche ganz gut. Der Mann lebt tendenziell nach dem Motto Leben und Leben lassen. Die Antworten zu meiner kleinen YouTube-Community-Umfrage variieren natürlich und selbstverständlich sind sie nicht repräsentativ für alle Männer, aber gewisse Muster lassen sich erkennen. In euren Kommentaren wurden am häufigsten Klassiker genannt wie Ehrlichkeit, Humor und Selbstbewusstsein, aber auch Intelligenz, wobei hier eine Diskrepanz zu wissenschaftlichen Studien auffällt. Einer Untersuchung im Wall Street Journal zufolge steht bei Männern Intelligenz nämlich nicht zu oberst auf der Liste. Sie wünschen sich die Damen sogar etwas dümmer. Man hat herausgefunden, dass Männer nicht gerne mit Frauen zusammen sind, die intelligenter sind als sie selbst. Auch mit Frauen, die mehr verdienen, werden sie nicht restlos glücklich. Bringt die Gattin mehr Kohle nach Hause, sei eheliche Befriedigung geringer und eine Scheidung eher wahrscheinlich. Laut meiner Umfrage ist Akzeptanz eine weitere hochgeschätzte Eigenschaft. Gewisse Frauen, und ich schließe mich da nicht immer aus, haben ja ein Faible fürs Herumnörgeln und auch in der Erzieherrolle, die sie ungeniert auf erwachsene Familienmitglieder ausdehnen, fühlen sie sich wohl. Das Problem ist, Männer wollen keine neue Mutter und sie würden gerne so sein dürfen, wie man sie einst vorgefunden hat. Auch gibt es diese kritische Zone, in der man als Frau vernünftigerweise auf Einwände und Herummäkeln verzichtet und dazu zählen seine Hobbys. Kommunikation. Männer wünschen sich von der Frau, dass sie klar und deutlich sagt, was sie will und was nicht. Ja, die Kommunikation von Mann und Frau unterscheidet sich grundlegend. Männer kennen zum Beispiel das Wort Nein, bei Frauen ist man sich nicht zweifelsfrei sicher. Das Wort kommt ihnen nur schwer über die Lippen, dafür schaffen sie es mit Leichtigkeit, an seiner Stelle 11 Sätze zu produzieren, zur Begründung, warum sie etwas nicht wollen. Ja, und das erklärt auch, warum Frauen pro Tag etwa 350 Wörter mehr benutzen als Männer. Bringst du mir ein Sandwich mit? Fragt zum Beispiel der Mann im Büro. Frauen brauen dieselbe Anfrage so zusammen. Hast du ein schönes Wochenende verbracht? Und wie geht es Noah? Du, wenn du einkaufen gehst, wäre es vielleicht möglich, dass du mir ein Sandwich mitbringen könntest? Aber gell, wirklich nur, wenn es keine Umstände macht. So wichtig ist es nicht. Ich kann sonst auch selbst hingehen. Aber weißt du, ich habe heute so schrecklich viel zu tun. Aufs Jahr gerechnet macht das ein Plus von 127.750 Worten und offenbart, dass direkte Kommunikation nicht die Hauptstärke der Damen ist. Wertschätzung und Bestätigung. Männer haben ein Bedürfnis nach Anerkennung. Sie mögen es, wenn man ihre guten Qualitäten würdigt, ihnen hier und wieder dankt für ihre Arbeit. Gerade in Zeiten, wo Frauen vieles selbst zustande bringen, es die Männer nicht einmal mehr fürs Kinderzeugen braucht und Evolutionsbiologen von einem Abschlaffen des Y-Chromosoms sprechen, kann man ihnen eine gewisse Verunsicherung nicht verübeln. Aber auch hier offenbart sich eine Diskrepanz. Einerseits gefällt dem Mann die Bestätigung seiner Liebsten, wenn sie zu ihm hochsieht und als Revanche für seine Mühen die Hemden bügelt oder sein Lieblingsessen kocht. Andererseits findet er den Typ Frau unattraktiv, der diese Rolle perfektioniert, das beschürzte Hausmütterchen. Die unabhängige, selbstbewusste Partnerin ist ihm lieber, die, wenn es sein muss, auch ganz gut ohne ihn klarkommt. Wir haben also die verworrene Situation. Männer wollen zwar nicht, dass sich Frauen wieder hinter den Herd stellen und finanziell keinen Beitrag leisten, sie saugen aber die Qualitäten der fürsorgenden Hausfrau dankbar auf. Dazu passend halten Männer klassisch feminine Züge einer Frau für sehr wertvoll. Männer sind empfänglich für Empathie und schmelzen dahin bei liebevoller Behandlung. Ja, und diese Wirkung können Frauen ganz einfach erzielen, indem sie zum Beispiel den Duft von selbstgebackenem Kuchen ins Haus zaubern oder Interesse vortäuschen, wenn er von dem strunzdummen Hobby erzählt. Zur Weiblichkeit gehört für die Herren auch die Pflege oder ganz allgemein das Achten auf das Erscheinungsbild. Wissenschaftler erklären die Fixierung der Männer auf den Körper mit dem Urinstinkt. Weibliche Formen
sind ein Zeichen von Fruchtbarkeit. Sie haben herausgefunden, dass die meisten Männer die klassische Sanduhrfigur bevorzugen. Je nach Region ist es natürlich ein bisschen unterschiedlich. Und ob eine Dame der gewünschten Bauart entspricht, wird in den ersten 200 Millisekunden einer Begegnung bewertet. Bei Männern, die nach einer Beziehung Ausschau halten, dominiert zur Beurteilung das Gesicht. Interessant an meiner Online-Umfrage hier ist übrigens, dass die sexuellen Qualitäten kaum zu Wort kamen. Männer sind offensichtlich nicht so sexfixiert, wie man gemeinhin annimmt. Laut der Wissenschaftswebseite psychology.com bestehe zwar eine starke Verbindung zwischen der Befriedigung eines Mannes in einer Beziehung und der Häufigkeit physischer Intimität, aber nicht im Sinne von Sex. Die Chancen, dass ein Mann in einer Beziehung glücklich ist, verdreifache sich durch regelmäßiges Küssen und Kuscheln. In dem Sinne, Happy Valentine's Day!